Was in der letzten Folge geschah. Verschwinde von hier, die Radiostation wird belagert. Ich habe strikten Befehl, nur Mitglieder von Team Rocket durchzulassen. Ist das klar? Hier kommen nur Leute durch, die eine schicke schwarze Uniform tragen, wie wir es tun. Das ist natürlich ein kleiner Hinweis, den wir auf jeden Fall benötigt haben. Na großartig, schon wieder ein neuer Rekrut? Seit wir im Radio senden, rennen die Anwärter und starrt die Tür ein, dass uns die Uniformen ausgegangen sind. Angeblich soll es hier im Fotostudio welche geben. Hier reißen wir uns unter den Nagel. Hey, wo du schon mal hier bist, kannst du ja gleich Schmiere stehen. Die Uniform steht dir gut. Aber ich würde damit nicht in der Stadt herumlaufen. Du verschreckst sonst die Leute. Wer bist du denn? Ein neuer Rekrut? Oh, eine Uniform von Team Rocket, die steht dir aber ausgezeichnet. In Ordnung, du kannst durch. Dum, dum, dum. Hey da, Team Rocket! Die Leute haben es satt, dass ihr Waschlappen überall in Scharen auftaucht und ihnen den Tag vermiest. Moment mal, du bist doch Phantas! Was bist du denn hier? Das zählte gerade noch, dass du jetzt auch auf stark machst, indem du in dieser komischen Kluft herumläufst. Das ist doch lächerlich. Lächerlich, ja. Lächerlich, los, zieh dir das aus. Was? Betrug? Du bist gar kein neuer Rekrut. Warte ab, das gibt hinter die Löffel. Und das letzte Pokémon ist ein Self. Wow, was ist mit deinem Team los? Generell, die Team Rocket-Leute haben bisher vernünftigere Teams als viele Leute, die ich in der Wildnis getroffen habe. Oder in den Arenen. Was sagst du, wie das heutige Passwort lautet? Zur Hilfe natürlich! Ja, ich hoffe, dass ich mit dem heutigen Passwort zur Hilfe gewinnen kann. Regirock? Das ist cool. Der Grund, weshalb gecuttet wurde, mir wurde gerade selbstgemachtes Erdbeereis hier gegeben. Schmeckt tatsächlich ziemlich gut. Aber das tut nichts zur Sache. Entei, yo, übertreib! Was ist mit dir los? Oder was ist generell mit den Trainern hier los? Die haben auf einmal alle so starke Pokémon in ihrem Team. Ich muss auf einmal darüber nachdenken, was ich tue. Ba, ba, ba. Und Rotom. Ey, wirklich, was ist mit euren Teams los? Und nun zur heutigen Folge. Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Trainer. Ich begrüße euch zur neuen Part vom Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge in der Soul-Silver-Ausgabe. Und wir erklimmen jetzt weiter den Radioturm. Da ist nämlich einiges zu tun. Wartet mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss meine Kamera kurz neu starten. Okay, jetzt fühlt sich das Ganze ein bisschen sauberer an. Es ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, ab wann meine Kamera ein bisschen asynchron wird und deshalb, ja. Okay, all meine Pokémon sind gerade auf 31, während mein Magnezone einfach auf 33 chillt. Es hat einfach so einen krassen Vorsprung. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Verbrechen einzusetzen. Ja, natürlich ist es das. Aktuell geht ja dieses Spiel rum namens, wie war es nochmal, Pokémon Rogue? Pokerogue, genau so hieß es. Schon wieder ein Darkrai, wow. Und ja, Pokémon-Fans bzw. auch Non-Pokémon-Fans lieben dieses Spiel. Ich habe es mir selber noch nicht wirklich angesehen, das heißt, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich taugt oder nicht. Ich bin allerdings ein großer Fan von einem ROM-Hack, der einem Pokémon Roguelike tatsächlich ist. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, wenn das ähnlich gemacht ist, ich habe es nur mal ganz kurz in einem Stream gesehen, dann könnte mir das vielleicht gefallen und vielleicht mache ich da in Zukunft auch mal was, wer weiß. Naja, aber ich bin mit meiner Nuzlocke hier sehr gut bedient und bräuchte eigentlich auch nichts anderes, to be fair. Der Anführer von Team Rocket hat sich hinter dieser Tür verbarrikadiert. Sie wurde von innen abgeschlossen, aber der Intendant könnte sie öffnen. Du findest ihn im vierten Stock. Oh bitte, du musst ihn retten. Gegen dich hatte ich schon gekämpft, nicht wahr? Ja. Das gibt auf jeden Fall eine Gehaltskürzung, wenn du überhaupt noch ein Gehalt bekommst. Haha. Das von den Intendanten zu retten, das kannst du dir abschminken, denn ich werde dich besiegen. Ja, du kannst auch gerne ihn besiegen, habe ich auch kein Problem mit. Sarzenia, okay. Sarzenia ist schon mal wild. Das wäre unsere Pflanzenalternative, falls es denn so weit kommen sollte, dass wir Nova verlieren. Das will ich natürlich nicht hoffen. Okay. Oh ja, ich habe auch gerade eben, weil ich den heutigen Guest Game Part hochgeladen habe, also heute zu dem Datum der Aufnahme, habe ich auch gesehen, dass meine letzten beiden Pokémon-Videos, warum auch immer, erstaunlich gut geklickt wurden. Und ich dachte mir so, hä? Wo kommt denn auf einmal dieses willkürliche Interesse davon her?
Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn die Curve so hoch und dann niedrig ist, ne? Aber in dem Fall ist es ja oft so, dass es wie so eine Welle ist und ich mir denke, why? In den letzten beiden Videos, obwohl da eigentlich gar nicht so was Spannendes passiert ist, also auch wieder Stand der Aufnahme, nicht Stand der Parts, die wurden warum auch immer gut geklickt. Das hat mich sehr verwundert. Aber naja. Ich meine, ich freue mich natürlich sehr, wenn Leute Gefallen an meinen Projekten finden und da tatsächlich draufklicken. Oder meine Thumbnails einladend genug sind, dass Leute, die auch vorher gar nicht draufgeklickt haben, es auf einmal anschauen. Das ist tatsächlich das Beste, was passieren kann. Und Wheelie. Wheelie kann Antikkraft und Antikkraft ist ein Step, der mich vierfach trifft. Deshalb würde ich sehr gerne auswechseln. Aber ich kann Wheelie nicht anders effektiv treffen als mit Lami. Aber Lami kann garantiert nicht One-Shot. Ich gehe Nova. Nova und Laufklinge-Surfer-Kombination dürfte reichen, um Wheelie zu besiegen. Kung-Fu-Strahl. Alles, was RNG betrifft und vom Gegner kommt, das bereitet mir Albträume. Wir gehen mit Laubklinge rein. Du müsstest zwar eine etwas höhere Verteidigung als Spezialverteidigung haben, aber gleichzeitig hat Nova halt auch mehr Angriff als Spezialangriff. Oh, du hast doch noch Rauhaut, wirklich? Und jetzt bewirfst du mich mit Säure? Ich hoffe, ich komme durch. Jawohl. Okay, das könnte Sieg sein. Yes, wunderbar. Danke dir, Nova. Gute Leistung. Sehr gute Leistung. Ach ja, weil wir auch im Juni sind, es kommen zwei große Releases diesen Monat raus, wo ich mich schon sehr drauf freue. Und die beiden Releases, einmal ist natürlich der offensichtlichste und gehypteste Release des gesamten Jahres, ein Hype-Release, den nur Silksong übertreffen könnte. Und selbst das steht in den Sternen. Selbstverständlich rede ich hier vom Elden Ring DLC. Und der andere Release, der im Raum steht, das ist für mich Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Die Neuauflage bzw. Portierung, Extension-Variante von Shin Megami Tensei 5. Und als großer Atlas-Fan ist das natürlich für mich etwas, wo ich mir sage, geschenkt, habe ich natürlich schon lange vorbestellt. Und Atlas und From Software sind auch die einzigen beiden, wo ich sage, ja, ich kann komplett ohne mein Gehirn einschalten zu müssen vorbestellen, weil ich weiß, was ich bekomme. Oh nein, wie konnte ich bloß in so einen Schlamassel geraten? Hilf mir, Mauzi, hilf mir! Team Rocket, was? Willst du wissen, was denen fehlt? Musik natürlich. Musik bereichert die Herzen aller Menschen, das stimmt. Ein echter Musikliebhaber würde in unserem Radioturm nie solchen Schabernack treiben. Jawohl, ja. Der Plan zur Befreiung des Radioturms war ein voller Erfolg. Dieser Lance muss echt cool sein. Wer bist du denn? Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand Lance in den Weg stellt. Ich meine natürlich Team Rocket. Ich find's cool, dass wir so ein kleines Fangirl hier gefunden haben. Und sie einfach durch das Glas hinweg den anderen Vorstand begutachtet. Ja, da wurde ich auf einmal zum Byra. Weiß nicht wieso. Ja, und ich finde, sowas soll es öfter geben. Ich glaube, ich hatte es damals schon mal angemerkt im Phlegmon-Brunnen, aber Lance ist natürlich übersetzungstechnisch ein bisschen schwierig, weil im Englischen ist Lance Siegfried. Und im Deutschen seht ihr ja, wer Lance ist. Und deshalb, ja, das kann auf jeden Fall Confusement erzeugen. Okay, Porygon. Du machst mir gerade echt nicht schwer, ehrlich. Ich glaube, klinge mir einfach mal im Weg hier durch. Einfach so richtiges Main-Pokémon-Syndrom. Man wählt einfach seinen Starter aus und lässt ihn einfach alles besiegen. So ungefähr kommt mir das gerade vor. Ich meine, wer hat das nicht gemacht? Das habt ihr vermutlich alle gemacht, wenn ihr Pokémon mal in eurem Leben gespielt habt, besonders wenn ihr Kinder wart. Euer Starter-Pokémon immer vorne dran geschickt und dieses Starter-Pokémon war in der Lage, alles zu besiegen, was auch immer kam. Weil es schon 10 Level drüber war, über allem, was der Gegner halt hatte. Und da gab es dann auch diese obskuren Szenarien, wo dann einfach schon der Starter voll entwickelt war bei der dritten Arena. Ich hatte tatsächlich eine Klassenkameradin,
Für mich zählen nur Team Rocket und Lance. Wer schert sich schon um Pokémon? Okay. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die hat von jetzt auf gleich einfach Pokémon gespielt, was erstmal sehr verwirrend und verwundernd kam für uns. Und dann habe ich ihr Team angesehen und sie war einfach bei Bianca und sie hatte einen Tornopto und ich dachte mir so, was zur Hölle ist mit dir falsch? Also, gut, los geht's. Hier spricht euer Intendant. Es hat sich ergeben, dass unser Sender ab heute mit einem herrlichen neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung gehen wird. Ich erwarte von euch allen, dass ihr ohne Murren ein tolles Programm ablüht. Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade geübt habe, die Stimme des Intendanten zu imitieren. Wer bist du? Ach, du schon wieder, Fantas. Verflixt und zugenäht. Und das, wo ich sogar schon Intendant war. Ich wollte der Welt doch eigentlich die frohe Kunde von Team Rocket mitteilen. Aber na gut, diesmal werde ich mit allen kämpfen, was ich habe. Ja, ein Imposter. Wellington ist wieder da. 6 Pokémon. Boah, what the heck? Ja, einfach mal ein ganzes Team dabei. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, Tangela. Und da gehen wir in Arktos. Die gute Lami kann ja auf... Oh Gott. Die gute Lami kann ja auf der speziellen Seite hitten und Tangela ist ein Fismon, also kein Problem. Und du dürftest auch noch keine Antikraft besitzen auf dem Level. Ich glaube, auf Level 33 lernst du Antikraft. Da, 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 da. Und kein One-Shot, schade. Lami, Lami, Lami. Das müssen wir nochmal üben. Ich finde es übrigens interessant, dass Pokémon wie Tangela und Yanma und so weiter sich über das Erlernen von Antikraft entwickeln. Das ist so obskur, aber gleichzeitig halt auch irgendwie lustig. Sonnenfehl. Oh, da wechsle ich natürlich Lami aus. Da sehe ich keinen guten Stich für mich. Sonnenfehl kann potenziell Feuerangriff, aber ich denke, es dürfte nicht so gefährlich werden. Deshalb gehe ich in Nova. Das könnte ein bisschen wehtun. Ja, es tut mehr weh als erwartet. Ich glaube, ich one-shotte es mit beidem nicht. Weder mit Laubklinge noch mit Surfer. Es müsste aber auf der speziellen Seite ein bisschen schwächer sein, also gehe ich mit Surfer rein. Ah, come on, wirklich? Ah, gut. Ah, du outspeedest mich jetzt, verdammt. Hättest du mich jetzt gecrittet, ne? Dann hätte ich von Nova Abschied nehmen müssen, das wäre echt unschön gewesen. Phlegmon. Ich will auch einen Phlegmon. Okay, okay, okay. Jetzt wollte ich sogar aus Reflex einen Ball werfen auf das Phlegmon. Ich glaub's doch nicht. Sei kein Dieb und so weiter, ne? Wir gönnen uns erstmal einen Sprudel für Nova. Und dann machen wir eine Laubklinge und hauen das Phlegmon weg. Gut, der Eistee ist leer. Das Phlegmon ist vom Feld, denke ich zumindest. Ich glaube nicht, dass es eine Laubklinge überleben würde. Als ob! Als ob! Komm, dann ruckzuck hiebe ich dich weg. Okay. Was ist unser nächster Gegner? Driftlon. Okay, bei Driftlon wechsle ich auf jeden Fall aus. Nicht, dass es zu gefährlich ist als Pokémon, aber Nova ist halt wirklich Papier, ihr seht's ja. Und selbst einen Driftlon könnte es eventuell besiegen an dem Punkt. Okay, Schockwelle müsste es selbst mit einem Horter eigentlich one-shotten. Driftlon selbst ist nicht sonderlich tanky. Drift Zeppeli hingegen hat einen hohen KP-Wert. Ja, okay. Okay, okay, okay. Fine! Wir kommen doch hier langsam gerade ganz gut durch. Inkognito. Dafür, dass du 6 Pokémon im Team hast, hast du eine ganze Menge Mist dabei. Und ein Sonntag Inkognito, das ist auch wild. Also dürr. Das ist auch sehr, sehr wild.
Okay, das war nichts für dich. Und was ist dein letztes Pokémon? Dufloor. Wie jetzt? Ich stehe im Rückstand? Download? Dein Dufloor Download? What? Das ist eine verdammt gute Fähigkeit auf Dufloor. Oh, gut, dass das verfehlt hat. Okay, wir fliegen jetzt drauf und ich denke, wir müssen es damit one-shotten. Beide Sporenattacken, wenn auch nur eine gehittet hätte, hätte mein HK extrem gekrippelt gegen das Dufloor. Aber es könnte eh nicht viel machen. Wunderbar! Jawohl! Wir haben den Intendanten besiegt. Intendant, haha. Und ja, die Sache mit dem Sonnenfehl war das Einzige, wo ich ein bisschen ins Schwitzen kam. Okay, hör mir jetzt gut zu. Der echte Intendant sitzt im Untergrund Lagerhaus ist. Weißt du, wo das ist? Du findest es im hintersten Winkel der Ducatia Passage in Ducatia City. Weil ich so ein netter Kerl bin, kriegst du jetzt den Schlüssel zum Untergrund Lagerhaus von mir. Ich hoffe, du bist mir dankbar. Es gibt keinen Grund, dass du uns helfen solltest, aber ja, okay. Ich dachte, du sagst vielleicht noch irgendwas wie mit, ah ja, es hat keinen Zweck mehr, bei Team Rocket zu bleiben oder so. Aber ey, leider nicht. Okay, damit haben wir den ersten Part von dem Radioturm abgeschlossen. Und wir begeben uns schnurstracks ins Pokémon-Sender und dann ins Lagerhaus. Bis gleich. Okay, wir sind in der Ducatia Untergrundpassage und hier ist ein Kimono-Girl. Diese schwarz beklüfteten Damen und Herren von Team Rocket scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. Es hat mich neugierig gemacht. Sagt bloß, ihr wollt sie euch vorknöpfen. Ihr seid wirklich äußerst mutig. Wenn ihr so weitermacht, wird das legendäre Poké... Oh, hoho, das habt ihr jetzt aber nicht gehört. Wir sehen uns wieder. Na, haben wir absolut nicht. Und auf hier rein. Der Keller ist entriegelt. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir gleich einen Kampf. Oh ne, haben wir nicht. Vielleicht war der exklusiv für die zweite Generation. Okay. Das Rätsel hier in dem Lagerhaus, es ist etwas, was mir sehr auf Kopfzerbrechen bereitet hat. Und mal schauen, ob ich das jetzt auf Anhieb lösen kann. Verlaufen? Erzähl das deiner Mama. Sobald du mir unter die Augen kommst, bist du nur noch eins. Mein Opfer. Wow. Sassy. Elevolte. Oh, cooles Pokémon. Ich meine, wir haben Elekid und für den Fall der Fälle, dass warum auch immer mein Magnezone sich verabschiedet, können wir jederzeit auch ein Elekid reinholen, aber wollen wir natürlich nicht. Wir wollen unser Magnezone behalten, das ist unser Bread and Butter Pokémon. Freue mich schon so sehr darauf, wenn es Lichtkanone lernt, glaubt mir Leute. Ich will Nova am liebsten jetzt schnellstmöglich auf Level 36 kriegen. Ah, du hältst dich wofür ganz cool, was? Ja, tue ich. Und ich glaube, ich nehme Scarlet jetzt auch erstmal den EP-Teiler weg, damit meine Pokémon wieder mal ein volles Maß an EP bekommen. Damit wir sie alle ungefähr auf Level 33 kriegen. Und weiter geht's. Oh, never mind. Da ist unser Trainerkampf. Unser Rivalenkampf. Stehen geblieben. Das vorhin diente dazu, dich zu verunsichern. Ich dachte, wenn ich dir dann folge, würde ich diesem Siegfried über den Weg laufen. Aber er lässt sich einfach nicht blicken. Na, was soll's. Ist ja egal, mit wem ich anfange. Dann räume ich eben zuerst dich aus dem Weg. Da, da, dum, da, da, dum. Warum habt ihr alle einen Darkrai? Was ist denn los mit euch? Come on. Okay, Darkrai müsste nach zwei Laubklingen weg sein, aber es kann auch sein, dass wir stattdessen nach zwei Finden weg sind. Nevermind, du hältst ein bisschen mehr durch als gedacht. Ja, dann gehe ich in meine Safe-Option namens Raikou. Anders sehe ich nämlich hier gerade kein grünes Licht für mich. Okay, okay, dazu sage ich nicht nein. Dein Darkrai hat also die Faulenzer-Fähigkeit. Schnarchnase. Damit kann ich absolut leben, bin ich ehrlich.
So, das kann jetzt eine Weile dauern. Ich wüsste aber echt gerne, was das andere Darkrai, dem wir die ganze Zeit über den Weg gelaufen sind, also einmal von Norbert und einmal von dem Team Rocket-Typen, was die für Fähigkeiten hatten. Weil die hatten ja offensichtlich keine Schnarchnase als Fähigkeit. Ah, wirklich? Na gut, dann feuer ich dich halt mit Ultraschalle aus dem Weg. Was soll's. Okay, das war Darkrai. Und Nova erreicht Level 33, sehr schön. Jungglut, das ist gefährlich. Hier haben wir fast schon so ein Rivalen-Szenario aus der dritten Generation. Gegen Jungglut denke ich, ist Haka eine gute Option, weil wir mit Fliegen es höchstwahrscheinlich one-shotten. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist wahnsinnig gefährlich. Wir können es wahrscheinlich jetzt nicht mehr one-shotten. Nein, erst recht nicht. Oh mein Gott, aber es kann uns one-shotten. Wir müssen zwei Fliegen rausbekommen, damit wir dich besiegen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist gerade absolutes Albtraum-Szenario. Bitte hör auf. Aber wir sind schneller als Jungglut, oder? Das macht Druck zu Keep. Oh. Das hätte schief gehen können, Leute. Seemon. Okay. Seemon hat ja auch saumselig, wenn wir Glück haben. Ja. Das heißt, es ist auf jeden Fall langsamer als alle meine Pokémon. Und ich schicke hierfür Raikou in den Kampf. Die Sache ist, Seemon könnte potenziell irgendwas haben, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, dass es Nova gut hitten kann. Und das. Oh, damit hast du deinen saumselig ausgeglichen. Okay. Damit hast du deinen saumselig eigentlich basically genallt gerade. Lake. Ja, Lake hätte mich nicht hart getroffen. So, das Seemon hat keine Chance. Das war ein guter Crit. Der hätte zwar nicht gemattert, aber trotzdem. Ich beschwere mich nicht. Togepi? Na. Du bist mir mal sowas von egal. Ja, mach gerne Spotlight. I don't care. Ich würde auch so einem Baby-Pokémon wie Togepi einfach sagen lassen, hey, hier, tank doch einfach mal die Incoming-Attacks von irgendeinem Pokémon mit einem hohen Spezialangriffswert. Beeindruckend, dass du trotzdem überlebt hast. Aber ey. Das Togepi ist sowas von weg. By the way, an meinen Rivalen Duschen hier, Togepi entwickelt sich über Zuneigung. Ja. Schon ein bisschen ironisch, ich weiß. Warum sollte ich Kreideschrei auf meinen Raikou lernen wollen? Ich habe literally Metallsaun. Oh. Oh. Hey, Moment! Musst du gleich so aufbrausend werden? Ja, ich meine, du bist literally schuld daran. Okay, wir machen Donnerwelle. Hear me out. Der Grund ist, Ditto, wenn es sich verwandelt, bekommt exakt dieselben Stats wie ich. Das heißt, dadurch, dass wir es jetzt vorher Donnerwelt haben, haben wir den Vorteil, dass wir immer als erstes ziehen mit unserem Magnezone. Gut, hat sich dadurch natürlich jetzt auch erledigt. Aber wir haben Metallsaun rausbekommen, das heißt, unsere Schockwelle macht tatsächlich Schaden. Und wir haben noch den Magnet als Item, das heißt, unsere Schockwelle wird auch noch verstärkt. Ja, das ist, was ich sehen will. Ich kann das einfach nicht glauben. Ich auch nicht. Und Raikou, MVP mal wieder. Absolutes MVP. Ach, ich liebe unser Raikou. Wunderbar, wunderbar. Und die hast du dir stattlich verdient. Redlich, meine ich. Wie ist das möglich? Ich konnte nicht nur verlieren. Ich habe doch alle starken Pokémon. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Wie kann das also sein? Naja, ich meine, ein paar deiner starken Pokémon war jetzt nicht so stark. Ich verstehe das nicht.
Ist genau wie dieser Siegfried sagte, ich behandle die Pokémon nicht richtig. Liebe, Vertrauen, das ist wohl, was zum Sieg fehlt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber das ist noch nicht das Ende. Mein Traum, der beste aller Trainer zu werden, verdirbt mir das nicht. Find's cool, dass er nach so vielen Niederlagen tatsächlich realisiert hat, was ihm fehlt. Nämlich ein gutes Team. Ich gehe erstmal kurz heilen. Das war ein ziemlich anstrengender Kampf und danach machen wir den Untergrund weiter. So, wir sind zurück im Untergrund. Und jetzt heißt es natürlich weiter, Rüpel verprügeln. Öffnet sich eine Tür, schließt sich eine andere. Ob du den Weg findest, wird sich zeigen. Dam, dam, da, da, dam, dam. Psyana, okay. Level 23. Mensch, nach dem 30er-Kampf, den wir hatten, ist das ja fast schon schwach. Sehr schwach. Psyana wäre natürlich auch ein cooles Pokémon für unser Team, wenn wir es kriegen könnten. Norm Psyana, what the heck? Hat einfach zwei Psyanas. Ich glaube, der Team Rocket Rüpel hier wird ganz schön von seinen Evolis geliebt. Kann das sein? Wenn er zwei Psyanas hat? Da, 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 dim, 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 dim. So, was ist dein letztes Pokémon? Ein Knogger. Okay. Das hält natürlich auch der Laubklinge nicht stand. Oh, fast ein Level-Up. Naja gut, wie gesagt, ich werde Nova weiterhin an der Front lassen, damit wir im besten aller Fälle bald ein rosa Schal bekommen. Wundervoll. Damit wir im besten aller Fälle bald einen Gewaldo in unser Team aufnehmen können. Gleich rumpelt's in der Kiste. Gib mir all deine Items. Da ist wohl jemand ganz schön diebisch unterwegs. Normalerweise hat er, glaube ich, Vulpix und Fukano. Jetzt hat er einfach ein Manaphy. Wahnsinn. Und die Laubklinge dürfte mit dem Manaphy kurz einen Prozess machen. Ja, hat es in der Tat. Wunderbar. Damit kann ich leben. Und das ist Level 34 für Nova. Und Mamutel, oh, das ist stark. Mamutel hätte ich auch so gerne, weil es einfach so ein gutes Pokémon ist. Glücklicherweise setzt du Ausdauer ein. Ich war mir nämlich nicht mal sicher, ob die Laubklinge dich one-shotten würde. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass ich dich im nächsten Zug garantiert töte. Also besiege. Also, ja. Rucksack-Hieb, weg. Zwei Crits und beide unnecessary, weil ich so oder so zwei Hits benötigt hätte. Wahnsinn. Und Austausch. Ich wechsle aus gegen Austausch, auch wenn wir den Vorteil haben, den Typenvorteil. Problem ist nämlich, es könnte potenziell Eissperr haben und ja, so Papier wie unser Nova ist, würde ich das nicht riskieren, dass uns eine Fünferkette Eissperr. Wie kann das eigentlich sein, dass ich jetzt schon drei Wasser-Pokémon begegnet sind, die einfach einen frigging Starthilfe als Ability hatten? Das kann doch nicht sein. Und jetzt setzt ja auch noch Panzerschutz ein. Ich bin jetzt einfach wieder reingegangen in der Annahme, dass du einfach keinen Eissperr hast, weil ja, was anderes habe ich jetzt auch nicht zur Auswahl, was ich tun kann. Und jetzt haben wir dich wieder komplett auf Null gebracht. Ich mache aber noch einen Kreideschein daher. Gott, dieses Austausch, das blieb gerade echt zu stallen. Das ist uncool. So, wir machen noch einen Kreideschrei hinterher, damit wir dich auf einem Wert haben, wo ich dich potenziell one-shotten kann. Aber wenn du nochmal plus 1 gehst, du bist immer noch minus 1 jetzt im Gesamten. Und Laubklinge könnte dich besiegen, nach dem Schutzschild selbstverständlich. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss erst recht sein. Holt euch irgendeinen Tee oder einen Kaffee oder so, den könnt ihr in der Zwischenzeit aufbrühen. Ach ja, wunderbar. Noch ein dritter Schutzschild hinterher. Jawoll. Oh, das macht ja Spaß. Oh, interaktives Gameplay, nicht wahr? Und goodbye. Hätte ich gewusst, dass ich einen Crit lande, hätte ich nicht mal das Setup gemacht. Aber Nova ist gerade so richtig Crit-lustig. Jetzt hast du mich überrumpelt. So, was haben wir hier? Calcium. Okay.
Denkt dran, eure Milch zu trinken. Sie haben den Bau abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Dann will ich mich durch die Überreste. Ja, mein, warum nicht, ne? Kramchef. Ich habe auch einen Kramchef, was ich im Hintergrund trainieren wollte. Aber ich habe es jetzt offiziell gegen Lami ausgetauscht. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war knapp. Das hätte massiv schief gehen können gerade. Okay, das war guter Schaden. Und du machst Swagger. Was für ein Swagger dieses Kramchef doch ist. Und goodbye. Leute, Verfolgung ist sowas, damit rechnet man nie. Und wenn es kommt, dann kann es einem potenziell das Pokémon kosten. Und ich war so froh, dass Nova jetzt gerade überlebt hat. Also glücklicherweise, wenn das Kramchef auf meinem Level gewesen wäre, hätte es mich definitiv gekillt. Aber glücklicherweise war es nicht auf demselben Level. Und ja, gegen Fritz und Blitz setze ich halt einfach Pulverschnee ein. Und jetzt, wo ich weiß, dass... Oh, wait. Wait, wieso setze ich nicht Eissplitter ein? Eissplitter ist gerade plus 2 dank Swagger. Ich habe es komplett vergessen. Und ja, damit ein offizieller One-Shot. Das hätte ich auch machen können für Kramchef, aber naja. Ich habe halt komplett vergessen, dass es eine Sache ist. Padauts. Ja, Padauts ist auch immer, was ich sage. So, jetzt heilen wir erstmal ganz kurz unser... Da. Jetzt heilen wir erstmal ganz kurz unser Nova. Das ist nämlich doch ein bisschen sehr hart angeschlagen gerade. Gönn dir mal 2 schöne Flaschen Tafelwasser. Und Lami natürlich auch. Und dann gehen wir in den letzten Rüpelkampf, den wir haben, bevor wir uns dem Rätsel widmen. Der Part ist schon wieder ordentlich lang. Aber ich werde in dem Part den gesamten Turm machen. Das heißt, selbst wenn der Part jetzt 50 Minuten gehen wird, wir machen uns jetzt komplett darauf, wir stellen uns komplett darauf ein. So, das müsste eine One-Shot-Laubklinge sein in der Level-Diskrepanz, oder? Jawohl, schon wieder ein Crit. Und Statik. Das kannst du dir nicht ausdenken. Was ist das denn immer, dass ich random Pokémon mit Statik hitte? Agilität? Nee, das brauchst du ehrlich gesagt nicht. Es gibt keinen Grund für dich schneller zu werden. Magnezone, cooles Pokémon. Cooles Pokémon. Du hast auf jeden Fall Geschmack, dass du das dabei hast. Und das ist nicht der beste Angriff, den du darauf haben kannst, aber du hast ja eh keine andere Möglichkeit gerade. Okay, das ist ein guter Two-Shot, damit kann ich leben. Ultraschall, 20 Schaden, sind mehr als ein Funkensprung, auf jeden Fall. Und damit haben wir dich besiegt. Und unser Nova dürfte jetzt so 800, nee, 1000 sogar XP bekommen. Das ist nett. Und wir sind kurz vor dem Gewaldro, Leute. Kurz vor dem Gewaldro. Okay. Ich würde aber ehrlich gesagt nochmal kurz rausgehen und heilen wegen den AP, die Nova jetzt nicht mehr hat. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind zurück und es wird Zeit, ein bisschen Schalter zu drücken. Okay. Puh. Das war einfach willkürlich, das Rätsel lösen. Ich kann euch sagen, in der zweiten Generation ist es ein bisschen schwieriger, aber es gibt auch einen NPC, also einer der Rocket-Rüpel, die einen so indirekt durch die Blume das Rätsel verraten. Man muss aber trotzdem selber darüber nachdenken. Und das war... Ja, ne, I guess. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Aber das macht nichts. Ich bring dir schon bei, was wahre Angst ist. Okay. Okay. Pupanze. Das ist überhaupt kein Problem. Das surfen wir weg, einfach nur um AP auf Laubklinge zu sparen. Und tschüss. Und Sneebel. Oh. Ein Pokémon, das ab dieser Generation tatsächlich useful wurde.
Bis zur dritten Generation war es nämlich sehr, sehr schwach, leider. Und damit hat Nova leider kein Level-Up erreicht, weil Sneeble zu wenig XP gebracht hat. So, wir sind fast durch mit dem Lagerhaus. Jetzt ist nur noch dieser Pfad und dann kommt nochmal ein ordentliches Trainergalor auf uns zu. Und dann sind wir auch fertig mit dem ganzen Spaß. Na warte, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern, auch nicht mit Kindern. Das ist fair. Krebscore? Okay. Okay. Cooles Pokémon, hätte ich auch gerne, aber Laubklingekarte gespielt. Und easy One-Shot. Heatran! Wow! Glücklicherweise 11 Level unter mir, deshalb mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken und wir surfen einfach drauf los. Wir hätten auch einen Heatran haben können, aber das sei uns nicht vergönnt gewesen. Und selbst wenn ich jetzt nur unter den Umstand eingesetzt, dass ich wirklich kaum eine bessere Alternative gehabt hätte. Also, ich meine, bessere Alternative als Heatran kann man eh nicht haben, aber dass ich halt kein Pokémon gehabt hätte, was eine solide Alternative darstellt, um nicht auf das Stärkstmögliche zurückzugreifen. Weil mein Team eh schon ziemlich stark ist. Und endlich haben wir Gewaldro, Leute! Grüßt unser Gewaldro namens Nova! Es ist endlich soweit. Wundervoll. Einer der besten Starterentwicklungen. Ich liebe Gewaldro. Und auch Mega Gewaldro. Wunderbar. So. Da wir natürlich jetzt auch so einen harten Level-Vorsprung auf Nova haben, werde ich dich jetzt erstmal so lange benchen wie möglich. Aber jetzt kann ich zumindest auch mal Nova einwechseln, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass du sofort gewone-shottet wirst von irgendwas. Und das ist schon ziemlich praktisch. Okay. Hideyoshi, ist mal wieder Zeit für dich zu glänzen. Kiwanbeere. Okay, whatever. Ich hätte gerne eine weitere Siemelbeere, damit wir endlich den Miltang, die Miltang-Milch freischalten können. Die Kumu-Milch. Ich erinnere mich an dich. Du hast mich in unserer Basis vermöbelt. Ich erinnere mich leider überhaupt nicht an dich. Sorry. Stalos. Da komme ich mit Hideyoshi gerade leider nicht drüber. Das ist ein bisschen problematisch für mich. Da brauche ich ein Pokémon, was speziell angreifen kann und... Nova, I guess. Nova. Mit Surfer ist es halt doch zu gut gegen Pokémon wie Stalos. Und das dürfte One-Shotten. Ich sehe dich nicht, das überleben. Yep. Dum, 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 dum. Mobile. Come on, wirklich? Surfen wir auch noch weg und weg damit. Nova, du bist einfach gerade ein bisschen zu biestig. Du bist einfach zu biestig. Bam, badam. Irgendwann erwischt es alle. Ja. Dich halt zweimal. Okay, wen haben wir hier oben? Wie bist du so weit gekommen? Nun gut, es gibt wohl keine andere Lösung, um dich auszuschalten. Ja, ich meine, als ob du jetzt denkst, du bist der eine NPC, der mich ausschalten kann, nachdem wir so viele Kämpfe schon hinter uns hatten. Und schon wieder im Siana. Ich nehme auch eins. Ich habe eine ganze Menge Pokémon zur Auswahl, die ich nicht benötige, die auf der Box gammeln. Die kannst du dir gerne aussuchen. Wobei, er würde einen Palkia nehmen und mit Palkia hätte ich ein Problem. Stolos! Ja, sag mal, was habt ihr denn jetzt mit euren Stahl-Pokémon auf einmal? Und du hast auch noch die Schnüffler-Fähigkeit. Interessant. Okay, Stolos? Leider wieder ein Pokémon, wo ich Nova einsetzen muss, aus dem einfachen Grund, dass ich nichts habe, was ich sonst vernünftig hitten kann. Auf eine gute Art und Weise. Scarlet könnte es natürlich, aber bei Scarlet ist immer das Problem, dass es mit den Sandsturm bringt. Und der Sandsturm hätte dem Stolos mehr Spezialverteidigung gegeben und darauf hätte ich auch keine Lust gehabt.
Du hast mich ausgeschaltet, das ist korrekt. Okay, jetzt können wir endlich mit dem Intendanten reden. Und schnappen uns erstmal das Item, Folterknecht. Ist okay. Nicht die schlimmste TM, aber auch nicht die beste für uns gerade. Wer bist du? Du bist hier, um mich zu retten? Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, was ist da im Radioturm bloß los? Was? Dann werden wir das nur sofort Team Rocket mitgliedern? Na gut, hin in diesen Türöffner. Okay. Damit solltest du die Tür im zweiten Stock aufbekommen. Bitte, du weißt ja nicht, zu was sie mit dem Sender ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie mit diesem seltsamen Signal auf Sendung gehen, könnten sie sogar Besitz von dem Pokémon ergreifen. Das ist unsere letzte Hoffnung. Du musst den Radioturm, nein, alle Pokémon dieser Welt retten. Ja, auf der gesamten Welt. Weil eine einzelne Radiostation so eine Sendereichweite hat. Na klar, jetzt gibt es natürlich Internetradio, aber ihr versteht, was ich meine, oder? Okay, wir sehen uns gleich im Radioturm wieder und bis gleich. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. Wir sind im Radioturm und auf geht's. Türöffner, rein in den Kampf. Wieso steht die Tür offen? Was geht hier vor? Was hast du damit zu tun? Ich meine, streng genommen habt ihr euch ja eingeschlossen. Aber, naja. Klingplim. Mensch, das ist eine Beleidigung vom Pokémon. Da überlassen wir doch Hideyoshi mal einen schönen, kräftigen Stärkeangriff, mit dem wir das Klingplim aus mehreren Jahrzehnten Pokémon-Geschichte rausfeuern. Bisaflor, oh, das ist cool. Ich hätte auch gern Bisaflor, aber ich habe ja Gewaldrohr, also passt mir das. Wäre aber eine sehr, sehr, sehr gute Pokémon-Alternative. Und Level 32. Ich bin erledigt. Okay, Lance. Dein Fangirl möchte, dass wir dich aufmischen. Halt! Ach, ich kenne dich doch aus dem Fleckmonbrunnen. Dort hast du unsere Pläne schon einmal vereint. Ah, verstehe. Du legst es wohl darauf an, unseren Zorn zu provozieren. Nun gut, ganz wie du willst. Spür die Rache des Vorstandsmitglieds von Team Rocket. Ist ja nicht so, als hätten wir dich schon einmal besiegt, Stacy. Sandama. Vor allen Dingen bist du auf einmal random Level 28, während dein Kollege, der oben auf dem Turm saß, einfach ein ganzes Team aus 30ern hatte. Warum? By the way, Sandama. Bay, you're not forgotten. Und Miltank als letztes Pokémon, okay. Level 33. Warum ist das jetzt random 5 Level Unterschied? Dass du mich derart in die Enge treibst, hätte ich nicht gedacht. Ja, der Miltank ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt als Pokémon. Wenn ich Hideyoshi nicht hätte, würde ich sagen, einen Miltank im Team zu haben, wäre schon sehr cool. Grr, verflixt und zugenäht. Miltank ist halt ein super gutes Stable für die zweite Generation. Und natürlich auch für die vierte Generation in dem Kontext. Es ist halt ironischerweise sogar eine der wenigen weiblichen Pokémon, die besser sind als ihr männliches Gegenstück mit Tauros. Ja, streng genommen ist Tauros das männliche Gegenstück. Gelbstück, wuhu! Jetzt kannst du Lance nicht mehr sehen, Pech gehabt. Hier, guck mal Hideyoshi an. Okay, anyway. Genug der Scherze, wir haben noch zwei weitere Sachen offen hier. Und dann kommen wir auch endlich zu dem Ende von dem langen Part. Das ist ein sehr langer Part, ich weiß. Aber ich wollte den Radioturm nicht in drei Parts aufteilen, deshalb habe ich das so geregelt, wie es jetzt ist. Damit wir uns dann im nächsten Part wieder ganz gemütlich unserem Abenteuer widmen können. Ich möchte es halt nicht immer bruchstückhaft machen, sondern im Idealfall zusammenhängend. Okay, Lami, es ist mal wieder Zeit für dich vorne ranzugehen. Und ich sollte vielleicht mal kurz neu starten. Okay, back to business. Macht euch bereit. Vorstandsmitglied Nummer 2, oder 3 besser gesagt. Ach, dich kenne ich doch aus unserer Basis in Mahagonia City.
Damals hast du mich besiegt, aber nun wirst du es nicht so einfach haben. Hehe. Denn diesmal bist du ganz auf dich allein gestellt. Kinder wie dich schaffe ich mit Links. Ich rate dir, zieh dich warm an. Ja, es geht temperaturtechnisch, also warm anziehen ist jetzt gerade nicht so in meinem Interesse. Und Velsa ist ein Lied, okay, Velsa ist cool. Und du hast natürlich Erzwinger, was auch sonst. Um jetzt nicht ewig für Velsa zu brauchen, gehe ich in Nova. Und mache einfach einen kurzen Prozess mit der Laubklinge. Aquavelle, hoch. Ich wusste es. In dem Augenblick, als ich Aquavelle gelesen habe, wusste ich, ich werde verwirrt sein. Das war so klar. Und natürlich hätte ich mich selber. Amnesie kannst du sehr gerne einsetzen. Ich werde dich physisch angreifen. Deshalb juckt mich das nicht allzu sehr. Aber gut. Verwirrung sofort aufgelöst. Das gefällt mir. Und damit haben wir den Kill an Velsa. Wunderbar. Burma-Dame. Boden-Burma-Dame, okay. Dann wechsle ich auch gar nicht erst aus, dann bleibe ich in Nova und mach Surfer. Und du setzt Härten ein. Irgendwie schaffst du es genau das Entgegengesetzte einzusetzen zu dem, was ich vorhabe. Kann das sein? Ich meine, gut, wer predicted schon Surfer auf einem Gewaldroh? Niemand. Selbstverständlich nicht, weil es eigentlich gar nicht Surfer lernen kann. Aber ey. Level 37 für Nova. Und noch ein Burma-Dame. Hast du irgendwie so ein kleines Fable für Burma-Dame? Ja, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Mein Sieg gegen dich, I guess? Ja, wir gehen in Scarlet. Du darfst auch mal wieder einen Flammenwurf abfeuern. Habe ich mir gerade so vorgenommen. Spiegelsalbe. Ja, mein Gott, mach das mal. Ich finde es schade, dass wir immer noch keinen Feuerstein gefunden haben. Und Flammenwurf das Burma-Dame aus dem Leben. Goodbye. Ah. Oh Gott. Ich sitze jetzt schon so lange, ich müsste mal wieder aufstehen. Aber der Part ist ja auch gleich vorbei. Ding. Feuerwirbel? Nein, ehrlich gesagt nicht. Unser Kit ist zu gut für Feuerwirbel. Wäre ein netter Filler-Move, aber den haben wir nicht nötig. Ich habe doch 100% gegeben, wieso hat das nicht gereicht? Ja, ich meine, deine 100% entsprechen vielleicht meinen 20. Wollte nicht auf den Pokédex klicken. Ah, ja, nee, okay, das passt weiterhin so. Muss auch nicht heilen. So, dann fahren wir mal auf die Spitze. Dies ist der Aufzug des Radioturms von Ducatia City. Nächster Halt, die Aussichtsplattform. Die Aussichtsplattform, bitteschön, dankeschön. Und hier haben wir ihn. Den letzten Vorstand, der uns jetzt noch im Weg steht. Sieh mal einer an, du hast es endlich bis hierher geschafft. Offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Wenn wir das tun, wird sicher auch Giovanni wieder von seiner Lehr- und Wanderreise zurückkehren. Wir werden wieder zu unserem früheren Glanz zurückfinden. Du kommst uns dabei nicht in die Quere. Okay, Landon. Okay. Sandama! Boah! Ihr mögt euer Sandama gerade. Nicht, dass ich das meine, aber... ich greife zwar mal mit Pulverschnee an, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass du nicht Walzer einsetzt. Natürlich setzt du Walzer ein. Okay. Wir gehen in Nova. Und... wir hoffen jetzt, dass wir den zweiten Walzer überleben. Okay. Und mit Nova machen wir Surfer. Puh. Das hätte schief gehen können. Das hätte wirklich schief gehen können. Wunderbar. Lamia reicht Level 32. Und Austausch. Warum setzt ihr immer Pokémon ein, gegen die mein Nova gut ist? Wobei... du hast ja wieder Starthilfe, nicht wahr? Okay, wir heilen Nova und bleiben drin für Laubklinge.
Oh, das ist gerade ein kleines Albtraum-Szenario, weil in der Range könnte mich Eisbär tatsächlich one-shotten. Und ich will nur eigentlich nicht verlieren. Aurora-Strahl, okay, gut. Es one-shottet mich höchstwahrscheinlich nicht, es sei denn, es crittet. Es sei denn, es crittet. Glück, dass das kein Crit war. Hideyoshi. Hideyoshi. Austros hat zwar eine gigantische Verteidigung, aber Hideyoshi hat auch einen gigantischen Angriff. Und abseits dessen seid ihr ungefähr auf demselben Niveau, was Tankiness gerade betrifft. Deshalb gehe ich mit Gena rein. Nehme den nächsten Zug zum Heilen. Oder auch nicht, brauche ich nicht mehr an dem Punkt. Und setze Stärke ein, um bestmöglichen Schaden gegen dich auszuteilen. Boah, das ist so wenig. Oh mein Gott, zweimal Superschallmiss ist kritisch. Absolut. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Nächste Stärke ist auf jeden Fall Killer Naustos. Und... sie ja nicht, weil du hast... random... eine... was? Du hast einfach einen absoluten Mineral gerade geleistet, Hideyoshi. Das ist gar nicht gut. Okay, Finte und weg damit. Puh. Level 33 für Hideyoshi. Und ein Yugong. Okay. Du bist ziemlich eisig unterwegs hier. Saumseliges Yugong. Oh, du tust mir leid. Aber ey. Stärke gegen Yugong und es dürfte ein Two-Shot werden. Nicht! Wow. Oh oh. Das ist gefährlich. Na gut, dadurch, dass wir wissen, dass du saumselig hast, wechsle ich in Raiko. Ausnahmsweise mal kein Wasser-Pokémon mit Starthilfe. Das heißt, Schockwelle müsste dich in dem Punkt relativ gut one-shotten können. Und Feuer. Gut. Damit haben wir sein höchst geleveltes Pokémon. Und was ist sein letztes? Noctuscar. Du bist vielleicht hartnäckig, aber du wirst uns nicht aufhalten. Nicht so lange Giovanni nicht von unserem Comeback erfahren hat. Ach, danach ist es okay, oder was? Okay. Ehrlich gesagt, Donnerwelle. Oh mein Gott, du setzt Stachler ein. Das ist gemein. Okay, und wir wechseln in Lami. Mit Lami haben wir einen guten Vorteil gegen das Noctuscar. Und wir haben eine gute Switch Advantage gerade bekommen. Und ich würde sagen, wir feuern mit Eissplitter drauf los. Das reicht nicht für einen Two-Shot. Ein weiterer Stachler, okay. Und ich bin gespannt, was sein letzter Move ist, bevor wir es beenden. Nevermind! Oh mein Gott, Lami, du Biest! Du hast ein Min-Roll und ein Max-Roll im Anschluss geleistet. Wunderbar. Und damit haben wir Elite-Trainer Landon besiegt. Nein, vergib mir, großer Giovanni! Ich kann es nicht glauben. Es ist vorbei. All meine Träume sind geplatzt. Ich war wohl doch noch nicht gut genug. In Ordnung, hiermit löse ich Team Rocket auf. Genau wie einst Giovanni tat. Leb wohl. Ich find's lustig, man begegnet ihn zum ersten Mal und das Einzige, was er sagt, ist, ja, ich löse das Team auf. Oh, hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Mit deiner tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut, wie du es... Jemand wie du ist würdig. Ich bin gerade komplett geistig abwesend gewesen, als ich das gelesen habe. Was soll er? Jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Der Silberflügel. Dieser Silberflügel wurde an der Spitze des Turms entdeckt, der hier früher stand und der später dann zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde. Mit Hilfe des Silberflügels kannst du ins Innere der Strudelinseln vordringen.
Diese Geschichte hat mir mal ein Bekannter aus Animonia City erzählt. Gut, dann will ich mich mal langsam wieder ins Büro zurückziehen. Wir müssen das tatsächlich tun. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Meine Bekannte in Animonia City sagte, wenn wir mit dem Silberflügel ins Innere der Studelinsel vordringt, sei das noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie meinten, dafür benötigt man noch einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen, oder hat sie mir das nicht gesagt? Wie war das noch gleich? Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, hast du es denn bald? Nein, keine Sorge, ich bin schon fertig. Die Technik nennt man Antäuschen. Alles klar, jetzt gehe ich aber wirklich mal zurück ins Büro. Ja, danke. Danke für nichts. Anyway, danke zumindest für den Silberflügel. Und ich würde sagen, das war ein verdammt langer Part. Ich habe fast eine Stunde auf dem Tacho. Nach dem Cut wird es wahrscheinlich bei 52 bis 55 Minuten sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.